Name ist Philipp Mosima, ich bin Maschineningenieur von der ETH und bin seit 11 Jahren CEO von Bucher Industries. Bucher Industries ist ein Traditionsunternehmen, 1807 gegründet worden, Maschinen- und Fahrzeugbau. Wir haben heute über 10'000 Leute, sind weltweit vertreten und haben als Ziel Technologie- und Marktführer zu sein. Mein Name ist Peter Stein, ich bin einer der Mitgründer der GreenTech GmbH. Wir sind ein Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich und entwickeln thermoelektrische Generatoren, um damit einen Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft zu leisten. Unsere Produkte sind ein bisschen grösser als die von der GreenTech. Wir sind stark im Landmaschinen, also alles, was zur Nahrungsmittelproduktion ist. Wir machen Strassen- und Kehrfahrzeuge zur Sicherheit der öffentlichen Plätze, hydraulische Komponenten und Systeme für Kraft und Bewegungen. Wir können aus flüssigem Glas Glasflaschen machen, also wir machen Maschinen dazu. Und wir sind überall dort, wo von der Traube zum Wein und vom Apfel zum Apfelsaft, dort sind wir heimliche Weltmeister. Die USPs, die wir haben, sind im Landmaschinenbereich, wir haben über 1500 Patente weltweit. Wir haben Technologien für mathematische Simulationen, wie man eben eine unzerbrechliche Glasflasche machen kann. Das ist unser Traum, das PET verdrängen. Und wir haben Komponenten und Systeme, wo wir auf kundenspezifische Lösungen machen, sodass der Kunde mit unseren Produkten Vorteil hat. Ja, wir stellen, wie gesagt, thermoelektrische Generatoren her. Das sind so kleine Folien, aus denen aus Wärme Strom gemacht wird. Die kann man zum Beispiel einsetzen, um aus Körperwärme Strom zu generieren und damit zum Beispiel eine Armbanduhr anzutreiben oder auch industrielle Abwärme zu nutzen. Das ist so unser langfristiger Traum, wirklich die großen Abwärmemengen, die zur Verfügung noch sind, nutzen, um erneuerbaren Strom zu erzeugen. Im Gegensatz zu den Konkurrenztechnologien, die es auf dem Markt gibt, haben wir mit unserem neuen Herstellungsverfahren günstigere Produktionskosten für diese thermoelektrischen Generatoren und zusätzlich sind sie, ja, wie man vielleicht sieht, klein, dünn und mechanisch flexibel. Ja, ich freue mich enorm, dass wir Bucher Industries als Mentor erhalten haben. Wir haben Bucher Industries gewählt, weil zum einen viele Analogien da sind, wo wir denken, dass wir viel von Bucher Industries lernen können. Das heißt, es sind Produkte mit einem großen Technologieentwicklungsbedarf, es sind sinnstiftende Produkte, Nahrungsmittelproduktion und es ist Hochtechnologie in eigentlich einem Hochpreisland in der Schweiz. Und ich denke, auch da können wir viel von lernen. Von meiner Seite ist es hochspannend zu sehen, wie junge Start-up-Unternehmen mit sehr vielen Ideen, Technologien den Weltmarkt erobern wollen. Und unser Beitrag dort drin kann sicher sein, dass man gerade in der Vermarktung und in der Entwicklung Technologie, Produkte können helfen mit unserer Erfahrung. Und persönlich interessiert mich natürlich das Thema erneuerbare Energien, neue Ideen, auch als Mensch, als Gesellschaft. Und dort drum ist es doppelt gut. Ich glaube, beide werden profitieren. Das Traditionsunternehmen wird gefordert werden durch die neuen Ideen. Und umgekehrt können wir hoffentlich beitragen, dass gewisse Fehler, die wir gemacht haben, wir hier jetzt können helfen zu vermeiden. Ich erwarte eine sehr intensive Zeit mit Ihnen und mein Wunsch ist, von Ihren Erfahrungen und von denen von Bucher Industries profitieren zu können. Konkret geht es mir vor allen Dingen um die Fragen, die bei uns jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren anstellen und wo wir vorhin auch schon angefangen haben zu diskutieren. Das heißt, wie bringt man eine Technologie zum Markt? Wann ist eine Technologie reif für den Markt? Wie geht man mit dieser Diskrepanz oder mit dem Widerspruch zwischen Qualität und Time to Market um? Welche Kundennähe hat man in diesem Entwicklungsprozess? Wie bindet man den Kunden ein? Wann fängt man an, in eine Produktion zu investieren? Das sind vor allen Dingen die Fragen, die mich bewegen und die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde in dem Mentoring. Das sind zentrale Fragen. Wollen wir anfangen? Mhm. Yeah. Ja.